Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich über ein Thema, was uns alle bewegt. Und zwar ist es das Thema Loslassen. Das Thema Loslassen ist aktuell sehr präsent bei mir in ganz, ganz vielen Bereichen, egal ob im Business-Bereich, im Coaching oder auch privat bei mir. Und ich möchte einfach die wichtigsten Erkenntnisse mit dir teilen, die ich in den letzten Wochen dazu gewonnen habe. Ich habe in meinen Podcasts ja schon öfters mal über Loslassen und Annehmen gesprochen, aber ich möchte doch heute eine Folge mal ganz explizit zu diesem Thema aufnehmen. Und ich werde vor allem mit dir eine Erkenntnis teilen, wo ich ein ganz großes Thema für mich loslassen konnte. Und ich möchte natürlich teilen, wie ich das geschafft habe. Und gleichzeitig möchte ich gern auch etwas aus einer letzten Coaching-Session teilen, was ich einer anderen Frau als Ratschlag mit an die Hand gegeben habe und was bei ihr auch ganz viel verändert hat. Und ja, ich habe auch wieder viele schöne Zitate und Metaphern mit dabei. Mach es dir jetzt also gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief durch die Nase ein. Mit der Ausatmung entspann nochmal ganz bewusst deine Schultern, lächle und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Ich hoffe, dass du einen wundervollen Start in das neue Jahr 2019 hattest und jetzt voller Energie den Januar erlebst. Das ist jetzt die erste Podcast-Folge, die ich dieses Jahr aufnehme. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 2 andere Podcasts schon zu veröffentlichen. Aber wie es manchmal so ist im Leben, es kommt anders als geplant. Und auch hier, passend zu dem heutigen Thema, durfte ich mich darin üben, loszulassen. Erwartungen loszulassen, vielleicht auch Enttäuschungen loszulassen. Und habe dann auch bewusst den Januar dafür genutzt, um nochmal kreativ zu sein, um ein bisschen in die Stille abzutauchen und mich völlig dem Schaffensprozess hinzugeben. Und das ist der Grund, warum es heute erst eine Podcast-Folge gibt. Wie eben schon angedeutet, die Podcast-Folgen, die ich bei Instagram angekündigt hatte, die wurden leider abgesagt, beziehungsweise verschoben nach hinten. Das heißt, die Themen werden jetzt erstmal doch nicht kommen und erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und weil mich das Thema Loslassen nicht nur jetzt bei den Podcast-Folgen natürlich beschäftigt, sondern generell gerade auch im Business und im privaten Leben, freue ich mich so sehr, diese Podcast-Folge heute aufnehmen zu können. Denn zum einen ist es im Business-Bereich, dass ich auch hier nochmal in den Rauhnächten ganz bewusst überlegt habe, welche Themen und welche Projekte möchte ich wirklich mit in das neue Jahr 2019 nehmen und welche Projekte möchte ich abschließen und loslassen. Das heißt, in meinem Business verändert sich gerade auch nochmal einiges. Ich habe einiges nochmal losgelassen. Ich überarbeite Online-Kurse. Es wird eine Neuerung geben. Ich werde auch den Podcast umbenennen. Aber das jetzt nur mal so als Teaser. Dazu werde ich in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen mehr erzählen. Was ich heute teilen möchte, ist etwas aus meinem Privatleben. Das heißt, ich werde mich in der heutigen Podcast-Folge wieder emotional etwas nackiger machen und mich auch verletzlich zeigen. Ich werde ein Thema teilen, was mich lange, lange Zeit beschäftigt hat und mich hier einfach verletzlich zeigen. Mit dem Gedanken natürlich auch wieder, andere dazu zu inspirieren, sich selbst zu öffnen, sich selbst verletzlich zu zeigen und klar zu machen, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, von seinen tiefsten Wünschen und Ängsten zu sprechen und das mit anderen Menschen zu teilen, dass da eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Stärke drin liegt, wenn man das tut. Und ich habe ein Thema in den Rauhnächten loslassen können. Loslassen, und das hat so sehr für Leichtigkeit und Freude gesorgt, und deswegen möchte ich das einfach unbedingt teilen, weil das eigentlich eine sehr banale Situation war und trotzdem eine Situation, die bei mir einfach ganz, ganz viel verändert hat. Und als ich Freunden davon erzählt habe, war oft die Reaktion, boah, krass, danke, dass du das mit mir teilst, das werde ich jetzt nochmal mitnehmen und vielleicht auch nochmal ein Thema bei mir da spezieller anschauen, das hilft mir total und deswegen ist es mir wichtig, dass ich das teile. Das heißt, ich werde jetzt kurz erzählen, was bei mir passiert ist in den Rauhnächten, welches Thema ich loslassen konnte und werde danach 3 Schritte mit dir teilen, wie du auch in deinem Alltag das Loslassen und das Annehmen üben kannst. Und zwar geht es bei mir um das Thema Kinder. Ich werde ja dieses Jahr 34 und
da muss ich einfach ganz offen und ehrlich dazu stehen und sagen, ja, ich bin eine Frau, die fast 34 ist, noch keine Kinder hat und ich höre meine Uhr einfach ticken. Das ist halt so. Hinzu kommt natürlich auch, dass die meisten Freunde in meinem Umfeld mittlerweile Kinder haben, ein Kind oder zwei Kinder, die jetzt fast schon 5 Jahre alt sind. Und ich fühle mich manchmal, als würde ich ein komplett anderes Leben führen als die meisten Menschen in meinem Umfeld. Und ja, das führt einfach zu komischen Gefühlen in mir und der Kinderwunsch ist da. Ich weiß einfach nie, ja, werde ich Kinder haben, wann werde ich Kinder bekommen. Und dieses Thema war mal mehr, mal weniger sehr präsent in meinem Leben. Das heißt, auch immer, wenn ich irgendwie einen neuen Mann kennengelernt habe, war das Thema da, von Anfang an. Und es hat unglaublich viel Druck verursacht in der Kennenlernphase. Es hat die Leichtigkeit genommen. Auch ich war nicht so leicht, wie ich sonst im Leben bin. Ja, wenn es gerade so im Business-Themen oder in meinem anderen Alltag, wenn ich Yoga unterrichte oder an der Akademie unterrichte, da bin ich leicht und empfinde ganz viel Freude. Und ich empfinde ganz viel Freude im normalen Alltag, wenn die Sonne mir ins Gesicht scheint, so wie jetzt gerade. Ja, dann schließe ich die Augen und lächle und fühle die Schönheit des Lebens. Aber wenn es um Beziehungen ging, also wirklich Partnerschaft mit einem anderen Mann, habe ich gemerkt, dass mir die Leichtigkeit fehlte und dass der Kinderwunsch da einfach der Grund war. Und ich habe in den Rauhnächten das so gemacht, dass ich jeden Abend mit einer ganz bestimmten Frage ins Bett gegangen bin, in der Hoffnung oder mit der Intention, dass ich in dem Traum Impulse erhalten werde oder Antworten finden werde. Als Inspiration oder dass meine Intuition wieder zu mir spricht. Und in der einen Nacht habe ich die Frage gestellt, liebes Universum oder wie auch immer man dich nennt, bitte gib mir eine Antwort darauf, werde ich jemals Kinder bekommen? Und dann habe ich die Augen geschlossen, mich auf die Seite gedreht und dann kam auf einmal der Gedanke, was wäre denn jetzt, wenn ich träume, dass ich niemals Kinder bekommen werde? Was wäre, wenn jetzt aus der Zukunft auf einmal jemand an der Tür klingelt und sagt, Katharina, ich komme aus der Zukunft, ich weiß es, du wirst niemals Kinder bekommen. Dann war die erste Reaktion, dass ich dachte, boah, krass, das wäre irgendwie eine Nachricht, die müsste ich erstmal verarbeiten, so, weil ich mir schon immer Kinder gewünscht habe und wenn ich in meine Zukunft so blicke, Visionen spinne, sehe ich mich auch immer als Mutter mit Kindern. Aber ja, die Uhr tickt und ich habe einfach gemerkt, so der Druck war da. Und wenn ich jetzt wüsste, ich könnte keine Kinder bekommen oder ich würde keine Kinder bekommen, das wäre auf jeden Fall ein Thema, was ich verarbeiten müsste. Und dann kam aber sofort die zweite Reaktion. Und das ist das, was so kraftvoll bei mir war und was ich eben teilen möchte. Ich habe dann auf einmal, also ne, ich lag da im Bett, die Augen geschlossen, auf der Seite. Und dann musste ich auf einmal total anfangen zu grinsen. Und ich habe mich extrem leicht gefühlt, weil ich so dachte, okay, wenn ich jetzt wüsste, ich würde keine Kinder bekommen, oh mein Gott. Ich würde das Leben noch mehr genießen, als ich es jetzt gerade schon tue. Ich würde noch mehr reisen, ich würde noch mehr tanzen gehen. Ich würde die Dinge einfach wirklich fließen lassen. Ich würde aufhören, ständig irgendwas verstehen zu wollen und Antworten zu finden, sondern ich würde einfach es so sein lassen, wie es ist und halt leben und das genießen. Und das hat für unglaublich viel Leichtigkeit gesorgt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, und warum mache ich das nicht jetzt schon? Ich werde die Antwort doch niemals erfahren. Ich werde niemals wissen, ob ich Kinder bekommen werde oder nicht. Vielleicht ist es so und vielleicht nicht. In beiden Szenarien werde ich mein Leben einfach genießen können. Und ich sollte aufhören, die Antworten darauf finden zu wollen. Ich sollte aufhören, an diesem Thema so festzuhalten. Ich sollte es einfach mal loslassen. Und in dem Moment konnte ich so gut dieses Thema loslassen. Und es hat bei mir wirklich für ganz viel Leichtigkeit gesorgt und für ein dickes Grinsen im Gesicht. Und ich möchte jetzt sozusagen 3 Schritte mit dir teilen, wie du das Loslassen im Alltag auch ganz bewusst üben und anwenden kannst. Und um das ein bisschen deutlicher noch zu machen, würde ich gerne eine Geschichte mit dir teilen, die ich auch in der Schreib-Dich-Frei-Challenge geteilt habe. Und zwar ist das eine Geschichte von einem Stressmanagement-Seminar, was von einer Psychologin gehalten wird. Und sie steht dann in diesem Seminarraum und hält ein Wasserglas in der Hand und hält es hoch. Und natürlich erwarten die meisten Zuhörer, dass die Frage gestellt wird, ist dieses Glas halb leer oder ist es halb voll?
Diese Frage stellt sie nicht, stattdessen fragt sie, was glaubt ihr, wie schwer ist dieses Glas? Und dann kommen Antworten von 200 Gramm, 400 Gramm, 500 Gramm und irgendwann sagt die Psychologin, das absolute Gewicht spielt überhaupt keine Rolle. Es hängt davon ab, wie lange ich dieses Glas halten muss. Halte ich dieses Glas für eine Minute, ist das gar kein Problem. Wenn ich es für eine Stunde halten muss, werde ich einen leichten Schmerz im Arm verspüren. Muss ich es jedoch für den ganzen Tag halten, dann wäre mein Arm irgendwann taub und das Gewicht des Glases ändert sich nicht, aber umso länger ich es halte, desto schwerer wird es. Und dann erklärte sie, dass es genauso eben mit Stress und Sorgen im Leben ist. Das heißt, denke über sie eine kurze Zeit nach und sie hinterlassen keine Spuren. Denke über deinen Stress, deine Sorgen etwas länger nach und sie werden anfangen, dich zu verletzen. Und wenn du über deine Sorgen den ganzen Tag nachdenkst, immer wieder, so wie bei mir mit dem Kinderwunsch, werde ich jemals Kinder haben? Wann werde ich Kinder bekommen? Bitte gib mir eine Antwort, immer wieder, dann wirst du irgendwann wie paralysiert sein und nicht mehr in der Lage sein, irgendetwas zu tun. Dann wird es so wehtun, dass du das gar nicht mehr, dass du das gar nicht mehr spürst. Ja, dann ist dein Arm taub und wie paralysiert. Und das ist so wichtig, sich dieses Bild immer wieder vor Augen zu führen. Das Erste, was du tun kannst, um bewusst loszulassen, ist das Annehmen und das Akzeptieren der Situation. Das heißt, was da extrem hilft, ist, dass du dir sagst in dem Moment, ich halte hier dieses Glas Wasser in der Hand. Und das halte ich schon seit mehr als einer Minute, seit mehr als einem Tag. Ich halte das schon ganz schön lang. Und mein Arm tut richtig weh. Es tut einfach nur weh. Und sich wirklich einzugestehen, was dieses Thema mit einem macht. Es kann also auch sein, dass du sagst, ja, ich bin gerade einsam und ich fühle mich wirklich allein. Ich fühle mich traurig und alleingelassen. Oder dass du sagst, ja, der Traum, den ich immer hatte, der ist gescheitert. Und das macht mich wütend und sauer und ja, der Traum ist gescheitert. Oder ja, ich liebe diesen Mann und dieser Mann erwidert meine Liebe nicht und das tut so weh. Es tut so weh, es macht mich so traurig. Und wenn du das einmal dir eingestehst, dann ist es der erste Schritt, etwas anzunehmen und es zu akzeptieren. Loslassen heißt also im ersten Schritt, die Situation wahrzunehmen, anzunehmen und auch zuzulassen. Der zweite Schritt, der für mich ganz wesentlich ist, ist dann zu verstehen, dass Loslassen auch Verantwortung für sich selbst übernehmen bedeutet. Und bewusst zu fragen, tut es mir gerade gut, dass ich an dieser Situation festhalte? Tut es mir gerade gut, dass ich dieses Glas schon seit ein Tag, zwei Tagen, drei Wochen, vier Monaten, einem Jahr mit mir rumtrage? Tut es mir gut? Hilft es mir gerade? Wenn nicht, wie kann ich diese Situation denn ändern? Und der dritte Schritt heißt dann loslassen im Sinne von Abschied nehmen und nicht wissen, was danach kommt. Loslassen heißt für mich auch ganz viel die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit oder eine bessere Zukunft aufzugeben, im Sinne von, die Dinge sind, wie sie sind. Und das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist deine Stimmung jetzt gerade in diesem Moment, ist deine Haltung jetzt gerade in diesem Moment. Du kannst weder deine Vergangenheit beeinflussen, noch kannst du deine Zukunft, sag ich mal, vorhersagen und dich daran festklammern, dass es genau so sein wird. Also die Verantwortung dafür zu übernehmen, ja, ich nehme es an, dass dieses Glas gerade da ist und mir wehtut. Und ich übernehme jetzt die Verantwortung und entscheide, dass ich dieses Glas abstelle, dass ich dieses Glas loslasse. Und ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Ich weiß nicht, was danach kommen wird. Aber ich lasse jetzt los. Und loslassen im letzten Schritt hat auch meiner Meinung nach viel auch mit Vergeben zu tun. Vergeben, dass man so lange an diesem Thema festgehalten hat. Vergeben,
dass man sich verletzt fühlt von jemand anderen oder auch sich selbst vergeben, dass man jemand anderen verletzt hat. Da immer wieder liebevoll zu sich selbst zu sein. Und das, diese drei Schritte kann man einmalig machen. Man kann das aber auch immer wieder, wenn man merkt, dass die Gefühle hochkommen, dass das Thema hochkommt, immer wieder aufs Neue machen. Oh, ja, jetzt gerade nehme ich wahr, dass es mir immer noch weh tut. Aber ich möchte mich diesem Schmerz nicht hingeben und ich entscheide mich jetzt dafür, die Situation zu ändern. Ich entscheide mich, das loszulassen. Und ich vergebe mir selbst dafür, dass ich noch immer so empfinde. Dass ich vielleicht wieder streng zu mir war. Dass ich das nicht zugelassen habe. Und was dann ganz oft in den Coachings kommt, wenn ich andere coache, jetzt gerade am Freitag hatte ich zum Beispiel auch das Thema Loslassen, gerade im Kontext mit Beziehungen. Und da ging es ganz viel auch um Erwartungen versus Präferenzen und Loslassen versus Aufgeben. Und das möchte ich jetzt nochmal als ganz, ganz, ganz wichtigen Impuls dir mitgeben. Das sind zwei extrem unterschiedliche Konzepte, die aber ganz oft miteinander verwechselt werden oder gleichgesetzt werden. Und zwar ging es dann darum, in dem Coaching, dass halt Erwartungen eine Beziehung auch unter Druck setzen und Gift für eine Beziehung sind. Und dann meinte die Frau, ja, aber dann darf ich ja gar nichts mehr erwarten. Und es sind ja aber Bedürfnisse von mir. Und das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an, wenn ich meine Erwartungen nicht äußern darf. Und dann meinte ich, es ist ein Unterschied, etwas zu erwarten mit, ich habe eine bestimmte Präferenz. Und dann habe ich das Beispiel genannt, du kannst die Präferenz haben, die Sonne zu mögen. Ja, du kannst sagen, ich würde mich total freuen, wenn morgen die Sonne scheint. Das ist eine Präferenz, zu sagen, ja, es wäre schön, wenn morgen die Sonne scheint. Und wenn sie nicht scheint, völlig okay, dann ist es auch in Ordnung. Aber es ist ein Unterschied zu sagen, ich erwarte, dass morgen die Sonne scheint. Ich will, dass die Sonne morgen scheint und am nächsten Tag nochmal und nochmal. Dann entsteht ein Druck und eine Enge und man hält sich an den Erwartungen, an einem bestimmten Szenario, an einem bestimmten Bild fest. Und da kann die Energie oder die Liebe überhaupt nicht frei fließen und sich entfalten, sondern es entsteht wirklich eine Enge. Also schon, vielleicht wenn du da einmal kurz in dich reinspürst und wenn ich sage, ja, es wäre schön, wenn morgen die Sonne scheint. Wenn nicht, völlig okay. Versus, ich möchte, dass die Sonne morgen scheint. Welches Gefühl entsteht dann bei dir? Und genauso ist es eben auch in einer Beziehung oder bei Freundschaften oder in der Familie. Erwartungen komplett loslassen. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, ich habe eine Präferenz, ich habe ein Bedürfnis. Das darf man natürlich äußern. Aber man darf nicht erwarten, dass es genau so auch passiert. Und das Gleiche gilt für Loslassen versus Aufgeben. Aufgeben hat nichts mit Loslassen zu tun und andersrum. Loslassen hat nichts mit Aufgeben zu tun. Loslassen heißt etwas annehmen. Und aufgeben, also du gibst auf aus der Angst heraus und schränkst dein Leben ein. Du lässt los, wenn du in das Vertrauen gehst und dadurch befreist du dein Leben. Und auch das, finde ich, kann man körperlich echt gut mal anfangen zu beobachten. Wenn ich etwas aufgebe, dann mache ich das aus der Angst heraus, ja, dass es mir irgendwie wehtun könnte oder es ist vielleicht ein Schutzmechanismus. Also ich fühle das richtig im Körper, dass mein Körper dann eng wird. Und ich habe dann wirklich das Gefühl, ich schränke das Leben eher ein, anstatt dass ich es fließen lasse. Und wenn ich ins Loslassen gehe, wenn ich wirklich sage, ja, ich lasse das jetzt los, ich lasse das Thema los, ich lasse diese Erwartung los, ich lasse das Bild los, dann vertraue ich darauf, dass alles irgendwie gut wird und dann entsteht in meinem Körper eine Weite, ich öffne mich. Das ist ein ganz anderes Gefühl im Körper. Und deswegen ist es so ganz wichtig, sich diese Unterschiede vor Augen zu führen. Und es gibt so ein schönes Zitat, das kam in dem Film 100 Dinge. Ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, aber das ist bei mir jetzt so als Bild auch hängen geblieben. Genauso wie man, sage ich mal, Schmerz, Erinnerungen,
Groll, was auch immer an, in Anführungsstrichen, negativen Gefühlen hat, ja, genauso wie man die loslassen möchte, sollte man auch die Idee loslassen, am Glück festzuhalten. Und in dem Film 100 Dinge sagt die Oma zu ihrem Enkel, irgendwie sinnbildlich, Glück ist wie Wasser oder Glück ist wie ein Fluss. Wenn du versuchst, das Glück festzuhalten, dann bleibst du mit leeren Händen zurück und läufst mit geballten Fäusten durch das Leben. Und ich finde das auch so wichtig, immer in dem Kontext nochmal zu sagen, das ist ja auch in der Yoga-Lehre oder im Buddhismus, dieses Non-Attachment zu üben in allen Bereichen. Man sollte weder dem Schmerz und dem Groll anhaften und das mit sich rumtragen, ja, sich an diesem Glas festklammern, und genauso sollte man auch nicht an Glück versuchen festzuhalten, weil das dann auch wieder zu Enge und zu Druck und zu Verkrampfungen führt, eben wie in dem Zitat, stell dir vor, du versuchst nach Wasser zu greifen, deine Hände bleiben leer, weil das Wasser dir entfließt, aber deine Hände sind geballt, ja, du läufst mit geballten Fäusten durch das Leben. Und da übe ich eben auch sehr bewusst immer das Loslassen. Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich komplett in die Dankbarkeit und schätze das noch mehr wert als jemals zuvor. Und wenn die Sonne morgen nicht mehr scheint, völlig okay. Das darf sein. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir viele Denkanstöße gibt, wie du bestimmte Themen in deinem Leben loslassen kannst, wie du vor allem auch liebevoller da in das Annehmen gehen kannst. Und ja, freue mich auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen mit dir noch zu teilen, was sich im Podcast verändern wird, was sich bei mir im Business noch verändern wird, welche neue Kurse und Retreats geplant sind. Ich habe wirklich ganz viele schöne Sachen kreiert und freue mich jetzt schon sehr, wenn ich das endlich teilen kann. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche, einen großartigen Start in den Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.